Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda Steintafeln Woche 1. Wieder mit am Start ist Red Scorpion von den SNES Projects. Ich heiße dich wieder mal herzlich willkommen. Ja, hallöchen. Und es regnet. Es regnet, ja, es regnet. Das ist einer dieser Events, von denen wir im ersten Teil schon gesprochen haben, dass zu bestimmten Zeiten verschiedene Einflüsse auf das Spiel genommen werden. Ob das jetzt Regen ist oder Nebel ist oder unendlich Bomben oder Pfeile oder was auch immer. Ja, das sind immer Unterschiede. Da gibt es auch auf der BS Zelda-Seite eine Liste, was wann eintritt. Und das kann man sich zum Beispiel auch ganz gut anschauen. Waren jetzt ja auch andere Gegner. Das waren jetzt Zoras, die da rumgerannt sind. Wahrscheinlich, ja, weil es gerade so nass war. Weil es halt so nass war. Ja, klingt logisch. So, wir sind jetzt halt zurück hier bei Agina. Du wirst Flossen benötigen, um die tiefen Gewässer zu durchqueren. Und deine Aufgabe zu erfüllen. Ja, klar. Also jetzt Wasserfälle, Zora, geh mal gucken. Ja, gehen wir mal. Cool. Hokus Pokus Philippus, wenn du die Pegasus-Stiefel hast, versuche den A-Knopf gedrückt zu halten. Toll! Was heißt das? Geiler, ja. Tipp. Pass auf. Das ist eine geile Neuerung. Ja, das ist nicht schlecht, weil im Originalspiel konnte man ja immer nur in eine Richtung rennen, musste stoppen, musste in die nächste Richtung, etc. pp. So, es regnet immer noch, wie ihr seht. Das wird dann in ein paar Sekunden, Minuten, je nachdem. Aufhören. Spätestens dann, wenn ihr einen Bildschirmwechsel habt. Na, Junge. Junge. Es ist eine coole Neuerung. Die gefällt mir. Hast du da nicht auch irgendwie das mal in so ein Originalspiel reingepackt? War das? Nee. Habe ich das geträumt? Was hast du geträumt? Oh, okay. Ich habe nichts gemacht. Es möge aber kein Traum bleiben. Bitte, sofern nicht schon geschehen, irgendjemand möchte es bitte in das Originalraum reinpacken. Das ist so ein unendlich cooles Feature, das geht gar nicht. Ja, Herzteile kriegt man natürlich auch im Spiel. Mhm. Ja. Und man kann auf die Art und Weise bis zum Ende der ganzen Kapitel die volle Herzanzahl bekommen. 20. Genau. Herzen. So, wenn wir jetzt im Schloss wollen, da stehen die Soldaten wie im Originalspiel. Hachi, es ist hart hier im Regen zu stehen. Mann, ist das kalt hier. Ich sage nochmal, eigentlich immer unterschiedliche Sachen. Ja, okay, diesmal nicht. Vielleicht ist das zeitabhängig. Ja, wahrscheinlich auch wieder zeitabhängig, genau. So, hier ist noch ein Herzteil drin, das holen wir gleich mal. Ach, Bomben funktionieren ja nicht, oder? Oder? Doch, nein. Nicht. Weil Wasser macht Bomben feucht, ja. Ja, okay. Genau. Tja, da kann ich nur Link empfehlen, sich mal C4 zu besorgen irgendwie. Ach nee, es ist ja gar nicht Link. Wie heißt der Typi? Maskottchen. Okay. Ja. Es gab da Maskottchen, ja. Interessiert mich ja, wie die weibliche Form davon aussieht eigentlich. Das können stimmt wir so ja. Ähnlich, nur mit pinken Haaren und einem Röckchen. Ja, so ähnlich. Genau. So, gehen wir jetzt hier runter. Ein neues dann Haus. Dann ist hier ein Häuschen. Mietladen. Achtung, hier lang, so was Wasserfall. Also sowohl ein Informationsschild als auch ein Hinweisschild. Und hier kann man sich im Endeffekt Sachen leihen für eine bestimmte Zeit, meistens 60 Sekunden. Mhm. Oh, guck mal. Ah, ne, doch nicht. Gut. Dachte gerade, da ist ein Fehler drin, aber ne, doch nicht. Wir nehmen jetzt in dem Fall mal die Schaufel. Die 10 kostet Minuten. 10 Minuten sogar, siehst du. Siehst du, da war jetzt gerade wieder so ein Bildfehler. Wie ich das letzte Mal schon. So ähnlich sah das da auch aus mit dem Tee. Ja, vielleicht liegt das jetzt auch am Emo. Also normalerweise ja, auf dem Originalmodul ist das nicht. So, wir haben jetzt. Also original, sofern man vom Original sprechen ja, kann. Wir haben jetzt die Schaufel bekommen, da seht ihr jetzt ein X auf der Karte. Okay. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. Und graben jetzt nochmal ein bisschen. Die Mütze sieht total geil aus, wenn du rennst. Wenn du nach links oder nach rechts rennst. Oh, sie wackelt schön. Das ist geil. So richtig schön angeklebt irgendwie. Ja. Draufgesetzt und festgelötet wahrscheinlich. Gelötet. Irgendwo hier oder im nächsten Screen finden wir dann noch ein Herzteil. Aha. So, und ein paar Rubine machen so. Jüngling, eine seltsame Kraft. Ja. Also wenn das noch vertont würde und dann noch vielleicht im Deutschen, das wäre richtig krass.
Ja, da muss erstmal die englische durch sein. Richtig, richtig. Und ich habe das selber gemerkt, als ich da diese Testaufnahmen gemacht habe, es ist gar nicht so leicht, verschiedene Emotionen in die Stimme zu packen. Ja, so. Das merke ich gerade auch ins Helle Wund. Das ist also schon verschiedene Charakter mit einem, also ich habe ja nur eine Stimme. Ah, ihr seht da wieder so ein Ereignis, was eintritt, wenn eine bestimmte Zeit erreicht ist. Das Erdmedaillon-Zauber. Das Feuermedaillon war das, genau. Und davor habt ihr gesehen, wir haben mit der Schaufel das Herzteil gefunden. So, jetzt rennen wir einfach mal bis zu Zora. Ja, das macht es sehr positiv schnell lebend, wenn man hier unendlich rennen kann, im Endeffekt, ohne irgendwo davor zu plumpsen natürlich. So. Krass. So, wen haben wir denn hier? Eine Fee. Le Fee, genau. Ach, eigentlich brauche ich die nicht. Eigentlich hast du auch gar keine Flaschen dabei, oder? Ja, doch eine. Da ist die Biene drin. Eben. Und die Biene ist viel wichtiger. Ja, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Natürlich. Was ein wird Dieb? Er wohl kriegen? Hm. Das bleibt ein Geheimnis. Erzähl jetzt niemanden weiter. 300 Rubine. Naja, immerhin. Ah, ist auch zeitabhängig. Manchmal kriegt der die auch 500. Ach so. Hm. Okay. Das ist ja heftig. Das ist krass. Ja. Und meistens, wenn so ein Blinkgeräusch kommt, dann ist irgendein Event gerade eingetreten. Das ist halt immer verschieden. So, das ist natürlich ein Zora. Den Weg haben sie ein bisschen gekürzt, kann das sein? Ein wenig, ja, aber das macht es dann auch ein bisschen schneller und leichter. Was willst du von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Mal wieder. Ist das so? Aber ich kann sie dir nicht einfach kostenlos geben. 150, die sind ja echt günstig. 150 Rubine gibst, gehören sie dir. Zahle 150. Wow. Ich finde es immer noch cool, die Zähne von dem und der Blick so übelst. Ja. Oh, da. Ja, das ist einer dieser Events. Jetzt kommen da auf einmal irgendwelche Feen aus dem Nichts, die du dann nehmen kannst. Krass. Aber das Spiel ist eigentlich so leicht, also dass man es eigentlich nicht benötigt. Man spielt es ja normalerweise unter rechtem Zeitdruck und dann noch abends 18 Uhr nach der Arbeit zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gab. Und kein Facebook. Ja. Ah, mal wieder Nebel. Jetzt sind wir schon bei 30 Minuten. So. Die Dungeons sind auch von der Größe her sehr viel kleiner als im Original. Ja, man soll es ja auch in einer Stunde schaffen können. Ja, man soll es natürlich schaffen können. Da hat man ja auch kein Geld eigentlich dafür bezahlt, nur für das Satellaview, was dann auch ziemlich zeitnah wieder eingestellt wurde irgendwie. Ja, das es gab, also das eigentlich bloß in Japan wurde das im Endeffekt so richtig gehypt und da gab es auch tonnenweise Spiele von zum Beispiel der Kronemugel aus dem SNES Freaks Forum zum Beispiel, der ist ja immer auf der Suche nach Dumps, indem er dann halt auf Yahoo GP halt irgendwelche Module kauft und dann hofft, dann sind neue Spiele drauf, die es noch nicht gibt, also noch nicht als Dump gibt, als ROM gibt. Und da hat er auch schon ab und zu Erfolg gehabt. Können wir eventuell mal in der nächsten Vorstellungsrunde machen. Da gibt es auch von einem Amerikaner, Kids View oder wie er heißt, eine Internetseite, wo er diese Projekte vorgestellt hat. Beziehungsweise wo er alles zusammen, was mit Satellaview zu tun hat, das mit Dumping. Das ist wieder so ein Tippding. Hör aufmerksam zu, Mann, wenn die Fackeln ausgehen, musst du sie wieder anmachen. Toll! Ja, war klar, ne? Ja, wäre da nur drauf gekommen. Gut. Bei diesen Viechern habe ich immer das Bedürfnis, an der Zunge zu ziehen. Will man immer machen, ja, das stimmt schon. Kann man auch machen, glaube ich. Nee, heute nicht. Okay. Wie muss ich mir eigentlich dieses Satellaview-Dingens vorstellen? Wie hatten dann da die Spiele nur? Musste man sich da so einen Datenpimpel am Fernseher dran klöppeln oder musste man dann eine Satellitenschüssel aus dem Fenster raushalten dafür? Ja, gute Frage, wie das jetzt im Endeffekt ablief, ob das via Dial-Up ging oder ob das direkt über den Fernseherkanal ging. Also das weiß ich, war ja früher so, gab es ja so diverse, auch in Deutschland, so eine Sendungen für Computer, wo man dann so einen Datenpimpel dann unten rechts irgendwo am Fernseher dran geknüppelt hat und dann konnte man sich da das irgendwelche Sachen ziehen, irgendwelche Programme. Ja. Du hast zu dem Satellaview ein Modul dabei gehabt, ein BSX-Card. Mhm. Das sah im Endeffekt aus wie ein Super Game Boy. Also über Game Boy. Okay. Und da kamen oben auch so eine Cartridges drin. Und das eine war das BIOS, wer das Satellaview mal gesehen hat. Da gibt es dann auch diese Satellaview-Stadt, wo man halt rumlaufen kann, um von Nintendo damals Informationen zu bekommen. Aha. Oder um halt das Spiel zu starten. Das frühe Mii-BIOS. Ja, so nennt man. Okay.
Und in dem Zusammenhang konnte man dann halt die Daten dann auf dieses Package laden. Und deshalb ist es halt auch teilweise so, dass einige Spiele, die damals über Satellaview gestreamt wurden, also nicht nur Zelda, irgendwo auf irgendwelchen Cartridges noch vorhanden sind, die du über Japan irgendwie bestellen kannst. Und deshalb weiß man, man kann zwar raten, was drauf ist, ja, aber man weiß es halt nicht immer hundertprozentig. Und wenn du mal so ein Nugget findest, dann ist das gar nicht mehr so schlecht. Ja. Das ist cool. Hab mich auch schon immer gefragt, wo die DAMs eigentlich herkommen. Hat sie dann für dieses sozusagen, hätte man dann 4 Satellaview-Dinger, Cartridges gebraucht und dann. Okay. Es gibt einen DAM, der ist aber so nicht spielbar. Da sind nur diese Grundinformationen drauf, die direkt auf diesem Modul gespeichert wurden. Es wurden halt auch Daten übertragen, die nicht gespeichert wurden. Und deshalb konnte man nie einen vollständigen Dump von dem Spiel ziehen. Das ist ja im Endeffekt alles ROM-Hacking gewesen. Der Euclid zum Beispiel, der auch Parallel Worlds gemacht hat, der war ja sehr stark beteiligt mit der Restaurierung. Da gibt es auch auf der WSZ-Seite tonnenweise Patches. Und einer dieser Hauptpatches ist zum Beispiel die Restaurierung, damit es spielbar ist. Ja, alles, was du hier siehst mit Sublines, Intro, Musik, Counter, okay. Events, das ist alles ROM-Hacking gewesen. Ja. Ein bisschen, also aus dem Original-Zelda rausgehackt und das dann reingehackt irgendwie. Kann man so sagen, ja, genau. So mal grob runtergebrochen. Ja, wenn man so möchte. Das war bestimmt nicht wenig Arbeit. Hier ist wieder ein Hinweis, du kannst die Wohnung benutzen, um Items aufzunehmen, die du sonst nicht erreichen kannst. Haben wir ja gerade gemacht. Da. So ein paar Newbie-Infos. Ja, genau. Okay. Gut. Dann sind wir eigentlich durch den Dungeon schon fast durch. Ich weiß, hier kann man sprengen. Glaube ich. Karte hilft, ja, wie ihr seht. Okay, cool. Da unten war noch ein Raum, den noch nicht aufgemacht ist. Ja, da sind Rubine drin. Okay. Hier kommen wir wieder zu dem Typen. Der gibt uns wieder Kohle oder. Ach nee, ach so, ja. Upgrade. Ja, diesmal Bomben an. Tada! Wenn du das hier nicht machst, sondern in den späteren Wochen auf diesen Typen triffst, weil er in jedem Dungeon drin ist, dann kannst du diese Bomben- und Pfeilangebote auch danach noch machen. Okay. Ja, also kommst du in der vierten Woche auch auf die ganzen Pfeile, die du im Laufe der Woche 1 bis 3 sammeln kannst. Oh, es ist ein wenig dunkel. So. Nochmal die Karte. Ja, rechts ist ein Raum. Oh. Den sprengen. Ja, müsste man. Sollte man mal tun. Total geil irgendwie. Ja. Ganzer roter Rubin. Schick. Naja, das hat sich ja gelohnt. Ja, ich würde sagen, das war die Bombe wert. Ja. So, gehen wir mal weiter runter. Wir müssen nach rechts. Ah, wieder so ein Event. Ja, ich hab's jetzt auch diesmal gehört, dieses Blink davor. Ich hört man natürlich das auch sehr viel jetzt gebracht in dem Moment. Ja, also das ist. Da musst du wahrscheinlich relativ viel Glück haben, dass da mal eine Monster-Horde vor dir steht. Ah ja. Aber man schafft es ja. So ist es halt. Ja, man schafft es ja wohl. Ist halt so ein kleines Goodie, was man hat. Was einem weiterhilft. So. Ich hasse diese Typen übrigens. Die springen immer weg. Jetzt hast du den Schlüssel da liegen lassen. Nein. Gibt's doch nicht. Jetzt musst du die wieder platt machen. Nee. Doch. Arsch. Tja. Ja, wir werden nicht sterben, das Skelett. Ja, also es ist zwar schon tot, aber. Ne. Hier gibt's, glaube ich, jetzt noch was zum Sprengen. Sehr viel Platz mit dem Kopf, um sich das da irgendwie zu merken, habe ich das Gefühl. Und wieder Rubine ohne Ende. Okay. Ja, na gut, das lohnt sich ja. Ja. So, hier kriegen wir, glaube ich, noch eine Rüstung. Ja, ich bin ein bisschen im Tiefen verwirrt, weil es bei allen drei Zelda-Spielen immer anders ist. Bei Parallel Worlds, bei Link to the Past, bei Zelda ST, bei Zelda auch nicht blöd. Alles möglich. Ja, das berühmte Schlammvieh hier. Einer meiner Lieblings-Hassgegner.
Reagier doch bloß, wenn du kurz bevor du ausweichst. Du musst bloß warten, bis er kommt. Und tot. Fand ich in deinem Let's Play von Link to the Past so relativ lustig, ja, wie du dich da mit manchen Endgegnern rumgeplagt hast. Ja, eben, eben drum. So, zweite Steintafel erhalten. Wir sind bei 37 Minuten. Jetzt können wir noch ein bisschen die Welt erforschen. Jetzt können wir noch ein bisschen die Welt erforschen, die Bombe nochmal versuchen anzuwenden. Oh ja, sehr gute Idee. Damit wir auch noch die Herzteile bekommen. Sehr gut. Oh, welche Wäre dann übrigens, wenn man jetzt dieses Rom spielt und man möchte den seinen Safe-Stat in dem zweiten Kapitel vom, also den Safe-Stat vom ersten Kapitel im zweiten Kapitel weiterverwenden, dann müsste man seinen den Safe-Stat, den Speicherstand meine ich natürlich. Ja. Den müsste man ja entweder umbenennen oder man benennt das ROM um oder denkt sich dann sonst irgendwelche wilden Sachen aus. Man muss den SaveState, diese SRM-Datei, die der Emulator anlegt, ganz einfach kopieren und dann den gleichen Namen verwenden, wie die Woche 2 hat. Genau. Zweifelsfall Woche 2. Ja. Ja. Und dann sollte das eigentlich gehen. Es gibt zwar manche Foreneinträge, wo die sagen, es funktioniert nicht. Also entweder machen sie was falsch oder machen das, keine Ahnung, warum es bei denen nicht funktioniert, aber ich meine, was kann man bei Kopieren einfügen und dann falsch machen? Ja, das sind Grundsachen, die man eigentlich beherrschen sollte. So. Oder halt an so einer komischen Stelle irgendwie gespeichert. Ja. Dass man dann das Link dann irgendwo aufwachen oder das Maskottchen irgendwo aufwachen würde, wo er nicht aufwachen kann, vielleicht so. Ja. Geht ja eigentlich auch nicht. Ist irgendwie komisch. Man hat doch hier, ich drücke jetzt gerade mal Select, hier kein Speichern beenden Dialog. Mhm. Ja, das wurde nicht eingefügt. Warum auch? Weil man im Endeffekt, wenn wir jetzt das Spiel ausmachen, dann würde er im Endeffekt genau in der Zeit neu starten, wo wir aufgehört haben. Mhm. Und nehmen wir mal an, die Zeit ist abgelaufen, wir haben nicht alles erfüllt, dann kriegen wir das auch am Ende der Zeit angezeigt. Mhm. Ihr habt nicht alles gemacht, Pech gehabt, kannst du nochmal probieren, dann hast du im Endeffekt den gleichen Status, wie also wenn die Zeit jetzt ablaufen würde und der Status wäre, wir haben zwei Steintafeln, oder nur eine Steintafel geholt und die Zeit läuft ab, dann läuft die Zeit wieder von vorne los und du hast Zeit, die zweite Steintafel zu holen. Okay. Na. So, mal gucken, ob der Hamster noch kommt. Der Hamster? Ja, das ist doch so ein kleines, auch so ein kleines Goodie. Oh, da müssen wir es mal gucken. Ja, das finde ich immer sehr lustig, weil in dem Spiel kann man hier in den Wasserfall rein. Und ich saß letztens bei Link to the Past und dachte, da kannst du doch rein, verdammt nochmal. Das meine ich mit Tiefenverwirrung. Man müsste sich das da unten mal alles nebenbei noch durchlesen, wenn man sich das Video anguckt. Da stehen bestimmt auch tolle Sachen drin. So richtig schöner, tiefgehender Story scheint das zu sein, wenn da mal Hokus Pokus kommt. Ja, das Hokus Pokus sind dann immer diese Tipps. Ja. Oder da sagen die irgendwelche Events an, dass man jetzt das und das unendlich hat oder dass der Gegner aufgetaucht ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist dann eigentlich alles diese Voice-Actor-Geschichte, die via Livestream dann übertragen wurde. Man kann sich auf YouTube, gibt es auch im BSZ-Forum, gibt's einen Link zu diesen YouTube-Videos, wo die das halt mit Kommentaren übersetzt haben, was die Leute dort sagen. Man kann sich mal diesen Livestream einfach mal angucken oder anhören. Jetzt hast du gerade unendlich Bomben, stimmt. Ja. Sehe ich jetzt erst. Bin ich doof. So, mal wieder ein Herzteil. Schick. Und du hast jetzt noch gar kein Herz dazu bekommen, doch? Doch. Dann hast du die ganzen Herzen bekommen, hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, naja, musst du dann nachher nochmal die Aufnahme machen? Ja, bitte. Also nochmal einen kleinen Slowdown gehabt, weil es eigentlich nicht normal ist, dass so viele Monster rumhängen. Wahrscheinlich gerade so ein Special Event. Ja. Dreifach so viele Gegner. Süd. So wie beim Flipper-Automaten, wo du dann auf einmal mehrere Bälle hast. So eine Million Bälle. Cool. Gut, wir haben, wie gesagt, jetzt die zwei Steintafeln. Wie geht's jetzt weiter? Hier fragt uns jetzt der Soldat, ob wir Prinzessin Zelda gesehen haben, weil sie heute Morgen allein fortgegangen ist und noch nicht zurückgekommen ist. Er macht sich Sorgen und er darf auch seinen Posten nicht verlassen. Was heißt das für uns? Zelda retten. Zelda suchen erstmal. Erstmal Zelda suchen und dann retten. Das übliche Döns, genau.
Weil die Frau, ja, ich hab's ja schon bei Pearl Wirtz gesagt, die kann einfach nicht auf sie aufpassen. Ja. Die Olde. Das ist, ja, ist halt so, nicht? Ja. Du kommst auch noch nicht weiter, man, weil du hast ja keinen Krafthandschuh. Man kommt hier nicht weiter. Ich habe das mal in der Beta-Phase ausprobiert. Man kann ja über den Emulator sich auch zum Beispiel den Handschuh jetzt geben. Ja, genau. Und im Endeffekt, alles, was jetzt hier nicht gedacht ist, erforscht zu werden, ist im Grunde genommen tief verpackt. Okay. Da läufst du durch Texturen durch, da sind die Monster sind nicht richtig, das ist halt alles. Man merkt es halt, dass das eigentlich das Original Zelda-Rom hier ist. Hm. Oder beziehungsweise Teile des Zelda-Roms hier mit drin sind. Aber es müsste ein Laden sein, genau. Da können wir das jetzt mal. Können wir nochmal Tränke kaufen? Können wir sich auch sparen? Ja, kann man sich aber auch sparen. Weil, wie gesagt, so schwer sind die Gegner ja nicht. Weder die auf der Oberwelt noch in den Dungeons, noch die Endgegner. Da fällt mir gerade ein, dass ich nie irgendwie probiert habe, mal so eine Biene bei einem Endgegner einzusetzen. Die spürt die ganze Zeit noch mit. Achso, okay. Ja, also, der kriegt durch sie keinen Schaden. Nein. Das wäre bei. Bei Ganon wäre das ganz praktisch. Ja, stellst du dir irgendeine Biene, macht das schon. Dann wüsstest du zumindest vielleicht, wo Ganon gerade immer steht. Ja, aber bringt ihr trotzdem nichts, muss ja trotzdem sich da machen. Ja, aber dann kannst du dich schon direkt darauf vorbereiten, ich muss jetzt dorthin rennen. Das könnte funktionieren. Könnte vielleicht bei Parallel Worlds nützlich sein, weil da ist ja das Licht kürzer. Ja. Nur mal so als kleiner Hinweis am Rande. Für die, die es noch, die gerade dabei sind und verzweifelt vor Ganon stehen. Nein, ich krieg's nicht hin. So. Das ist wieder mal sehr geheimnisvoll. Du hast beim Sammeln der Steintafeln gute Arbeit geleistet. Allerdings hast du noch eine Sache vergessen. Gut. Ja, erzähl mir bloß nicht zu viel her. Da hätten wir übrigens vorhin schon sprengen können, aber ich hab's mal wieder gepflegt vergessen. Oh, das sind ja nur Rubine, ne? Ah, ein merkwürdiges Haustier hat seinen. Oh nee, Hausierer, nicht Haustier. Ach, verdammt! Hat seinen Stand, das ist dieses Hoodie, was ich gerade erwähnte. Ich dachte, das ist vielleicht der Hamster, deswegen habe ich Haustier vorgelesen. Oh Mann. Dann südlich des Palastes. Müssen wir mal gucken, weil der taucht immer in unterschiedlichen Positionen auf. Ja. Müssen wir jetzt auch mal überlegen, welche Positionen das sind. Da ist noch ein Herzteil. Julio! Ja, da runter. Da war jetzt ein Minispiel drin mit den Pfeilen, was man aus dem Originalspiel noch kennt, in dem Haus. Mhm. Sind wir links und rechts die Lupe, das sind doch nur Rubine. Ja, okay. Machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber so viel auch nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt hier, ob du einen Kollegen findest. Südlich des Palastes. Ah, guck mal. Oh. Ist ja doch schon da, die Kleine. Ja, das ist, nice. Ja, ach ja, die wird das schon machen. Tja, jetzt hast du das von Pech. Die kann das mal warten, weil die wird auch noch gleich noch da sein, ne? Also, die habt ihr ja schon im Kreis dran sehen, ergo. Cool. Eigentlich war das so nicht geplant, dass die jetzt schon da ist. Aber ich dachte ja eigentlich, die kommt erst 50, aber 50 ist dann, glaube ich, die Zeit in der vierten Woche, bis du einen Endgegner besiegen darfst. Mhm. Darfst. Darfst. Ja, darfst. Das klingt interessant. Ja. Hat eigentlich Agina irgendwas mit Aganem zu tun? Das klingt so ähnlich. Ist der Bruder. Ist der Bruder von Aganem? Also so. Von dem anderen. Ich dachte von Sahasrara, weil der sieht dem ziemlich ähnlich. Ich meine Sahasrara. Ja, okay. Ja. Gut. So, danke, dass du mich hörst. Aganem ist halt. Ja, okay. Danke, dass du mich. Monster haben mich bis hierhin verfolgt. Mein Name ist Zelda. Ah ja. Ich lebe im Schloss von Hyrule, westlich von hier. Bitte bring mich zum Schloss. Mit Vergnügen oder sicher? Na toll. Hast du eine Wahl? Nee, hast du nicht. Jetzt die hinter dir her. Ey, die kann ja auch so schnell rennen. Sieht zum Beispiel jetzt hier diese Musikeinblendung, die jetzt gerade kam. Ha? Das war alles gut und schön, aber in dem Original Teller View Spiel, da war die Musik so richtig schön CD-mäßig. Also. Okay. Hat halt, kann man auch in dem Video sich mal angucken, es hört sich einfach viel besser an. Ja, vier Lichtstrahl vom Himmel, das ist das, was man im Intro sieht. Da dachte ich, irgendwas würde nach dem Lichtschauen kommen und dich so zusammengebrochen entdecken. So. Am Anfang hat der Text überhaupt keinen Sinn gegeben, aber in der englischen Version sagt ihr das auch so. Ja, deshalb musste ich es so übersetzen. Okay. Hä? Redet jetzt Zelda mit dir? Ja, die redet mit dir. Also über dir? Ja, also die sagt es zu dir. Da wunderte ich mich, warum du hier auftauchtest. Aber jetzt verstehe ich, warum du hier hergebracht wurdest. Ach so. Du bist der Held des Lichtes. Ah, guck mal, wer ist der Hamster. Hey, cool.
Moly Mo, Moly Mo. Das war auch ein Spaß, den zu besetzen. Maulwurf Ho, Maulwurf Hey. Großer Maulwurf Ha, du fandest mich, dein Glück ist nah. Hör gut zu, ich verrate dir, wo du einen großen Schatz finden kannst. Geh vom Magieladen aus nach Westen. Dort gibt es so etwas Tolles. Los, los, mach schnell. Und jetzt ist er weg. Maulwurf ist offen, du hast ihn heute bereits getroffen. Ist ja cool. Ja. So, wir haben noch insgesamt 8 Minuten. Da muss man. Okay. Ja, so eine kleine Anspielung auf Link. Du erinnerst mich an jemanden anderen. Jemand, der mich in der Vergangenheit gerettet hat. Ja, der hat auch keine andere Wahl. Aber nicht nur mich, sondern das gesamte Königreich. Er war klein, aber ein wahrer Held. Klein. Das heißt mir klein. Die sind doch alle nur. Ja, das ist wieder so ein Event, wie ihr seht. Okay, jetzt wurdest du vollständig geheilt. Volle Herzen. So. Jetzt sind die ja einfach immer weg. Ja, er musste seine Position halten, deswegen ist er jetzt weg. Genau. Okay. Durch dich konnte ich sicher zurückgelangen. Vielen Dank für deine Hilfe. Mach's gut. Jetzt kommt hier der Ader. Prinzessin, Prinzessin. Gott sei Dank, euch geht es gut. Wo wart ihr nur? Es tut mir leid, euch Sorgen bereitet zu haben. Ja, wie immer. Aber ich wurde von Monstern gejagt. Dies ist mein Retter. Wie ist denn das denn, wenn du ein Mädchen bist? Sagt er dann, dies ist meine Retterin? Nee. Sag doch mein Retter. Ist egal. Ja. Also es ist, okay. Man hätte es ja auch unisex-mäßig schreiben können, aber naja. Wer nimmt schon das Mädchen? Ja. Außer Mädchen. ja, ist egal. Jetzt kriegen wir mal Belohnung. Die wundert sich halt, dass wir so klein sind und so Zelda retten konnten. Aber der hat doch ein bisschen dicken Bauch. Sieht das, also sieht ein bisschen aus, als ob man einen dicken Bauch hätte. Wenn du so meinst. Naja. Okay. So, dann gehen wir jetzt nochmal hoch und gucken in die Maulwurfshütte. Sofern sie noch da ist. Ich hoffe. Das. Oh ja. Wollen wir mal ansprechen? Maulwurf, du hast es geschafft. Ich grub ein Loch. Dort liegt ein großer Schatz. Okay. Show me den Schatz. Oh. 100. Schick. Das ist schon fast so viele Rubine, wie man im Original nur tragen kann. Auch nur fast. 100. Jetzt hast du die Grenze überschritten. Toll. Wahrscheinlich, weil das Spiel kleiner ist, konnte man mehr Platz schaffen für Rubine. Ja. Ja, diesen Zähler halt, ne? Aber ich meine, selbst im Originalspiel brauchst du wieder eine Rubine aus, wenn du die Flossen holst. Und das brauchst du eigentlich schon. So, dann hier nochmal ein 100er. Also hast du jetzt mitgezählt? Wie viel sind die? 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. 6, ne? 600. Na, das reicht doch für ein paar Kaffee. Ja. Nur noch 6 Minuten. Entschuldigung. Kein Problem. Und ich glaube, ganz unten war noch. Das müssen wir mal kurz. Das ist das Coole halt. Man kann halt nochmal gucken, was hat man jetzt alles gemacht, was haben wir jetzt alles. Mhm. Wir haben 2 Tafeln, wir haben die Schuhe, wir haben die Flossen, wir haben die ganzen Items, wir haben eine Flasche. Und wir haben, glaube ich, auch alle Herzteile. Okay. Ja, doch. Dann gehen wir trotzdem nochmal da runter, wo da noch der Zugang war. Ja, du hast war. 20 Herzen gehabt. Ja, das ist einer dieser Events, das geht nachher weg. Ach so, okay. Also sollte gleich wieder verblassen. Ach so. Ja. Hat mich jetzt schon. Wieder ein Slowdown, ist normal. Stört nicht wirklich. Ja, das ist halt, ja. Es ist halt so. Operation B, ne? Genau. B-Bug. Ich glaube, das ist nur eine normale Fehltrunde, die dich heilt. Ja. Lohnt sich wahrscheinlich auch sehr für das halbe Herz jetzt hier anzuquatschen, quatschen, ne? Ach nee, guck. Oh, doch so viel. Ja, und da drüben kriegt man, glaube ich, nochmal was. Also wenn da jetzt noch ein Herzteil drin ist, würde mich das ein bisschen verwundern, ehrlich gesagt. Hier ist jetzt die Fee. Ach nee, komm, brauche ich nicht. Tja. Na? Bin mal gespannt, was da jetzt drin ist. Vielleicht ein Schlüssel. Oder 100 Rubine. Okay. Oh, mal wieder Geld. Da brauchen wir ja auch dringend. Ich hab irgendwie noch was im Gedächtnis. Ach ja, den Pilz kriegst du erst. Also den Stinkepilz für den Zauber, für das Zauberpulver kriegst du erst später. Aber wenn wir jetzt wieder zu Agina und zum Weissager gehen. Zum Vorherseher und zum Weissager, zum Hellseher. Wie auch immer. Willkommen zurück. Für heute bist du genug umhergereist.
wenn du glaubst, dass alles getan ist, ruh dich für eine Weile aus. Okay. Das ist jetzt im Endeffekt, der Textblock kommt los, wenn du wenn du alles hast. Wenn du Prinzessin gerettet hast, wenn du die beiden Steintafeln hast, aber nicht, wenn du die nicht alle Herzteile hast. Okay. Also wir können jetzt rein theoretisch noch ein bisschen zocken gehen da YouTube. Unten, die drei Minütchen. Ah. Und dann gucken wir uns gleich mal unsere Zusammenfassung an. Das ist ja, da kommt eine Zusammenfassung. Ja, kriegst du ja jede Woche eine Zusammenfassung, wie gut oder wie schlecht du warst. Ja, ich nehme mal einen Sau mega gut. Ja, natürlich. Guck mal, was wir gemacht haben. Oh mein Gott! Alle Herzcontainer sind wieder normal. Nicht, aber gleich. Mhm. Hat auch ganz schön lange gehalten, dieses Bär. Ja. So nenne ich ihn mal. So, guckst du mir vor 15 Sekunden? Nein, mein Gott. Du willst. Der Pfützer stimmt. Okay, ich lasse deine leichte Tupfer. Ich raff das ja immer nicht. So, wir machen das jetzt einfach mal. Jetzt sind sie übrigens weg, die Kollegen. Ja. Ja. Was soll's denn machen? Die blinkenden Dinger kaputt haben. Ja, und die mit den bösen Köpfen nicht halt. Okay. Das war's jetzt. Aufgeben. Das hat jetzt so viel Rubine gekostet. Ja, aber wir haben, glaube ich, so einen Teil davon schon wieder reinbekommen. Ja, okay. Oh, gut, okay. Ich bin eh nicht so der Fan von solchen Glücksspielen. Nee, ich auch nicht. Zumindest nicht in Spielen und total also in Realität auch nicht, außer man spielt es nur für Spaß. Ja. So. Also ein bisschen übertrieben halt alles, ne? Ja. So, dann trampelt aufs Rad. Zufall? Ja, nein, gewollt. Man muss ja irgendwo die Höhlen füllen mit irgendwas. Ja, ja. Aber hätte sie auch weglassen können. Da gibt es ja nicht mehr so viel zu erkunden. Da saß man dann wahrscheinlich so davor und hat sich dann gedacht, boah, guck mal, noch mehr Rubine. Boah. Ich weiß bloß nicht hundertprozentig, ob das im Original Stream genauso war, dass du die. Also ich denke mal, du hattest die gleichen Höhlen und auch die gleiche Rubine etc. Mhm. Weil ich glaube, es gab sogar eine Highscore, wer im Endeffekt die meisten Punkte hat am Ende der Woche. Das kann sein, ja. Könnte ich mir fast vorstellen. Gut, wir müssen jetzt warten, da oben steht jetzt 54, wenn 55 steht und diese 55, diese Minute dann abgelaufen ist, dann wird automatisch umgeschalten, das sehen wir gleich. Am besten wir spulen mal ein Stück. Gleich ist es soweit. Gleich kommt's. Meistens, wenn du rennst. Meistens, wenn man rennt, okay. Da vergeht die Zeit ja auch schneller. Ja. Ach, ist das toll. Auch bei Zelda Link to the Past, wo ich das letztens gezockt habe, auch gedacht. So. Oh. Wie geht es dir, Jüngling? Bist du müde? Zum Glück konntest du Prinzessin Zelda helfen. Hm? Ja, ja. Oh. Es scheint so, als wenn du die Tapferkeit besitzt, ein echter Held zu werden. Danke, dass du mich gerettet hast. Du bist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Deine Aufgabe ist schwierig, aber bitte. Gib nicht auf. Okay. Prinzessin, der Jüngling hat anscheinend einige Steintafeln gefunden. Merkwürdige Symbole sind darauf geschrieben. Ich glaube, es liegen noch mehr Tafeln in Hyrule versteckt. Das sind dann wahrscheinlich die Maya-Tafeln so. Ja, genau. Weltuntergang. Ja, so. Thema Weltuntergang. Wir haben übrigens zur Aufnahmezeit gerade den 21. dein Part. Glaubst du wirklich? Ich glaube, wir können in dem Haus meines Bruders in Kakariko weitere Hinweise finden, Prinzessin. Ich denke, ihr solltet den Jüngling begleiten. Oh, entschuldigt, aber ich sollte das Schloss nicht noch einmal verlassen. Bitte kehrt sicher nach Haus zurück. Tü-tü. So, dies ist das Haus meines Bruders. Nein, von Sahasrara, dem Ältesten von Hyrule. Es ist spät geworden, wir werden hier ausruhen. Wir werden uns hier ausruhen, müsste es doch heißen. Oder wir werden hier ruhen. Naja, ruhen klingt noch, ich bin gestorben. Ja. Das ist nur mal so ein. So. Nein. Oh. Das ist jetzt das Umschaltmenü. Okay. Das ist jetzt hier die Hexe. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Vergiss nicht, unsere nächste Sendung einzuschalten. Bezogen auf Centella View, ja. Ne? Finde ich gut. Ist klar. Wir sehen ja gleich noch was. Ich würde das jetzt ungern spulen, aber es dauert halt immer ein paar Sekunden. Ja. Ergebnis 1, wie viel Rubine in der ersten Woche? Okay, cool. Punkte insgesamt 149.500. 8 Herzteile gefunden, 2 Steintafeln, nicht einmal gestorben. Mhm. So, okay. Jetzt kommt noch Ergebnis 2. Also man hätte jetzt unter seine Score. Oh, Moment. Weiterklären. Minus 700.000 für ein Dings. Wieso minus 700? Ich weiß auch nicht. Ach, das sind leere Herzen, die du mal zwischendurch. Ah, ja, genau.
die Trefferpunkte im Endeffekt. Mhm. Das wird dann damit abgezogen, wenn du getroffen hast. Ich habe echt Also man könnte seine Scoren im Prinzip pushen, wenn man schnell genug ist, und dann rennt man bloß noch rum und sammelt Rubine. Ja, könntest du im Endeffekt machen. Okay. So, jetzt kommt gleich noch ein schönes Outro. Das Abenteuer geht weiter. Und jetzt in dem Zusammenhang würde man diese Woche beenden. Das sieht voll geil gezeichnet aus. Den Safe State, das ist aus dem amerikanischen Spieleberater ein Bild. Okay. Na, also an jeder Woche, außer in Woche 4, gibt es so ein Bild aus irgendwie aus dem englischen oder aus dem deutschen Berater, was genommen wurde. Und dann können wir das halt auch machen. Zum Beispiel vom deutschen Spieleberater, ich glaube Woche 3, sieht man dann das Cover vom deutschen Berater. Mhm. Na, cool. Also das Häuschen von oben halt. Mhm. Na. Schick. Jetzt würde man im Endeffekt jetzt, um weiter zu zocken, die Woche beenden, die SRM-Datei kopieren, nochmal einfügen, umbenennen in die zweite Woche und die Woche 2 dann einfach starten und man hat die Items, die man bekommen hat, wieder. Muss man vielleicht vormachen? Ich weiß auch nicht. Von mir aus schon, ja klar. Wir müssen ja erstmal sowieso ein coolen Safe-Set anlegen. Haben wir jetzt getan. Du musst das Dings beenden. Ich habe... Nee, ich will das jetzt hier... Ach so. Du musst den Emulator spenden, weil ja sonst die Datei nicht... So, Save 0 haben wir jetzt angelegt. Nee. Ich muss jetzt auf Quit drücken. Ja, du musst auf Quit drücken. Ich drücke jetzt auf Quit. Das ging besonders schnell jetzt gerade. So, da haben wir jetzt hier die SRM, die da vorhin gemeint wurde. Die kopieren wir, fügen die wieder ein und machen dann einfach so hier. Ne. 2. Exakt. So. Dann könnten wir jetzt Sets wieder aufmachen und dann laden den zweiten Part und... So, mach doch. Ja, mach ich mal. Warte mal. Bla. Da unten irgendwo. Da ist er. So. Zelda, da ist der erste Teil noch drin. Laden wir den... Das ist jetzt der zweite. Oh, show me. So. Sollen wir ein Stückchen spulen? Spulen wir ein Stück. Man sieht jetzt auch im Intro nicht den Jungen, sondern das Mädchen. Oh, cool. So sieht der also aus. Sie? Ja. Und da wird nochmal ein bisschen auf die Story eingegangen, was wir jetzt in Woche 1 gemacht haben. Okay. So, wenn wir jetzt Start drücken, dann werdet ihr sehen, es wird schon eine Safe State vorhanden sein. Da? Ja. Start. Und wir haben jetzt im Endeffekt, starten dort in dem Haus, mit dem, was wir bisher gemacht haben. Ja. Mit den gleichen Rubinen, 1624, 14 Bomben, 40 Pfeile. Okay. Und alles, was wir bisher gesammelt haben. Sehr nice. Jetzt glaube ich weiß, was die Zeit da oben besagt übrigens. Also die Stunde davon könnte einfach nur angeben, in welchem Kapitel man sich gerade befindet. Das ist der Gedanke daran. Ich glaube, das wird die Sache auch so sein. Gut, alles klar. Also wir wollen ja auch nicht so viel spoilern. Ja. Aber wir werden dann vermutlich auch noch Kapitel 2, dann Kapitel 3 und Kapitel 4 auch noch für euch ein bisschen Let's Playern. Ja. So. Dann würde ich sagen, macht's erstmal gut, Leute. Ganz genau. Und ja, schöne Weihnachten. Ja, genau. Schöne Weihnachten euch. Und falls ihr nach Weihnachten einschaltet, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, nicht? Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.